Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Nicht ganz so Multiplayer. Und ich sag das jetzt alles schon zum zweiten Mal, weil ich wahnsinnig intelligenter vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Und ja, ich habe den Auftrag jetzt schon angenommen. Wir sind vorher da gewesen bei der Tankstelle und da dieses Stückerl, wo wir da mit 160 vorbeizogen sind. Da stehen wir jetzt. Und kann ja ich gleich auf der Karte bleiben. Da habe ich den Auftrag angenommen. Nach dahin. Und wir werden aber nicht so fahren, weil so sagt er uns, dass wir fahren sollten. Wir fahren nämlich so. Ja, das wird wahrscheinlich da eine Ortschaft sein. Oder fahren wir über die Autobahn. Und dann das Stückerl darunter. Könnten wir auch machen, weil das schaut eher nach Ortschaft aus. Ich meine, es ist zwar eh auch schön, aber ja. Na okay, dann fahren wir über die Autobahn, weil das sind nämlich nur 175 Kilometer. Und das schaffen wir in 10 Minuten. Also, ja, das ist nicht ganz so das Problem. So. Passt. Ja, wir sind halt eher, also halt, wir sind immer noch nicht online, also immer noch offline. Und zwar auch dem, auf, sag mal, kann ich jetzt gar nicht mehr reden oder was? Aus dem einfachen Grund, dass mir das taugt, dass wir so schnell fahren können. Und keine anderen nervigen Spieler. Boah, das schaut schon cool aus da. Boah, da müssen wir ein bisschen bremsen. Warte mal, das weg. Mal schauen, haben wir da irgendwo einen schönen... Na, jetzt steht das da unten wieder dabei. Na gut. Mal schauen, ob ich mir denke, wo einen Screenshot rausnehme. Aber okay, dann fahren wir halt so. Haben wir jetzt das Stoppschild niedergeführt? Ja. Sorry. Und ich habe einen Trick rausgefunden, wie man anscheinend ziemlich schnell fahren kann. Ob das wirklich funktioniert, werden wir ausprobieren. Ich hoffe, wir fliegen nicht um. Aber ja, das werden wir schon rausfinden. Nein, da. Und zwar tut man da einfach so... Nein, da werden wir nur verdammt langsam. Okay, das geht anscheinend nur mit dem Auto. Weil wenn man da so hin und her lenkt, dann wird man anscheinend verdammt schnell. Ah nein, da noch nicht. Da jetzt. So, und ich hoffe, dass das ein bisschen bergab geht da überall. Dann könnten wir vielleicht eventuell ein bisschen schneller fahren. Da war jetzt aber ganz sicher nichts. Ich halte mich sowieso nicht an die Spuren, also eigentlich ist es eh wurscht. Na, da werden wir nur langsamer. Okay.
Weil anscheinend dadurch, dass dann ein Reifen, also dass man quasi einen Araber macht, dass man dann mit einer Seite in der Luft ist, das gibt anscheinend ziemlich viel Geschwindigkeit. Aber funktioniert, glaube ich, nicht mit Anhänger. Boah, das schaut schön aus da. Jetzt müsste nur noch diese blöde Schrift überall weg sein. Und wieder das Meer. Also nein, das Meer soll nicht weg sein, das Meer soll wieder da sein. Mag das Meer. Wie schnell fahren wir jetzt eigentlich? 130 sind wir gefahren, okay. Na, ich glaube, da werden wir das Meer jetzt nicht mehr sehen, deswegen, ja. Naja, wohl. Ups, das war jetzt gar nicht mitbekommen. Oh, oh, oh. Ich sollte wieder normal fahren. Das ist nicht ganz so gut zu fahren wie ein Verrückter. Wenn ich jetzt noch auf die Folgenzeit schaue, sind wir bei 7 Minuten. Also, ja, und wir haben noch 40 Kilometer. Und die haben wir gleich. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Normalerweise 40 Kilometer bräuchte es in echt normalerweise schon eine halbe Stunde. Aber wir machen es einfach in 2 Minuten. Nicht einmal. Oh. Schlecht, schlecht. Oh, bist du deppert. 2% Frachtschaden nur. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Weil ich schaue so auf dem zweiten Bildschirm, so ja. Vielleicht nicht ganz so laut reden, das nicht so stark übersteuert. Und naja, Folgenzeit, ja, ganz schön. Währenddessen da Vollgas anfahren, nicht ganz so schön. Da müssten wir dann vielleicht kurz reparieren. Aber wir kriegen ja eh einen Abzug für das, dass wir fahren wie ein Irrer. Das schaut aber cool aus da. So, und jetzt ja, sind wir auch schon da, wie ich gesagt habe, 10 Minuten. Schaffen wir locker. So, da sind wir auch schon. Was? Wo bin ich jetzt dagegen gefahren? Wahrscheinlich gegen so eine Schachtel da. Warte mal. Ah, so schaut das schon ein bisschen besser aus. Das wird aber trotzdem nicht First Try. Da müssten wir nämlich jetzt einmal. So, ja, jetzt würden wir ganz gut stehen für den einen daneben.
Eigentlich müsste ich noch ein bisschen so. Und jetzt so. Nein, das war zu früh. Ein bisschen so noch. Ist mir jetzt egal. Hoppala, das habt ihr jetzt vielleicht gehört. Das war der Retourgang, der wieder... Ja, ein 1000er Abzug, okay. Aufträge. Es wäre jetzt urcool, wenn wir irgendwas nach darunter hätten. Nein. Ah, sehr schön. Einmal Keys. 247, 247, 202. Achso, es ist... das ist auf dem Weg. Also da ist die Spedition ein bisschen weiter weg. Nein, dann fahren wir aber lieber das. Weil mir gefällt der Anhänger ziemlich gut. So, vorher werden wir aber kurz... Hoppala, ein bisschen rauskommen. Warum sind da überall Tore? So. Zwar Wartung, was kostet der Spaß jetzt? 30.000, bist du gescheit. So, jetzt ist dieses Tor wieder zugangen. So, dann können wir gleich so fahren. Oh, da schon. Achso, da drüben ist das, okay. Jetzt haben wir ihn gerade erst repariert und ich bin schon wieder dabei, dass ich ihn kaputt mache. Wahnsinn. Ganz so schnell drüber rauschen. Das heißt, da gibt es dann einmal für uns den da. So, da steht er. Damals habe ich mit dem Hänger immer das Problem gehabt, dass ich extrem einfach umgefallen bin. Weiß nicht, ob es das immer noch gibt, das Problem. Werden wir schon rausfinden. Aber ich finde irgendwie, das schaut voll cool aus. Nehmen wir einen Screenshot. Das sollte, glaube ich, auch die nervige Schrift nicht stehen. So, dann das depperte Tor wieder aufmachen. So, wir haben mal nichts mitgenommen. So, warte mal, das können wir wieder so machen. Komm schon. So, das sind jetzt 250 Kilometer. Ja, dann kommen wir da halbwegs gut hin mit der Folgenzeit.
Tät mich nur interessieren. Warte mal. Wie fahren wir denn da jetzt? Okay. Ich will aber so fahren. Dann sind es 299 Kilometer. Okay. Liar, es sind 300. Na gut, 300 Kilometer. Fast das Doppelte, wie wir es vorher gehabt haben. Also ich schätze mal, dass die Folge so eine halbe Stunde lang werden wird. Vielleicht... Ui. Ui, was? Das war jetzt eine Mischung aus Ui und U. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Weil wir über die Landstraße nicht 140 preschen können. So, aber ich glaube, das mit dem Anhänger ist jetzt nicht ganz so schlimm. Sollte trotzdem aufpassen. Schaut aber nicht schlecht aus. Ups. So. Nope, bringt wirklich keine Geschwindigkeit. Oh, ausprobiert jetzt zum dritten Mal. Wie schwer sind wir denn? 16 Tonnen, okay. Müsste eigentlich ein bisschen schneller gehen jetzt vom Topspeed her als die 24 Tonnen, die wir vorher gehabt haben in Raupenbagger. Jetzt sollten wir schauen, dass wir da möglichst, genau, mit dem Bremsen da halbwegs hinkommen, weil sonst, ja, nicht gut. Ja, es wird halt jetzt nicht wirklich ganz hell, weil ja die Zeit natürlich jetzt stehen geblieben ist. Extra schön vorsichtig. Stoppschild wird wieder ignoriert. So, damals wieder eine kleine Stadt. Ja, und immer wenn so ganz viele ja, soll ich das jetzt nennen? Man sieht sehr auf der Karte diese ganzen kleinen Dinger, die auf der Seite weggehen. Das ist quasi immer ein Indiz für eine Ortschaft. Das sind halt dann die ganzen Seitenstraßen, die weggehen. Oh, warte mal. Warte mal, nur ganz kurz. Okay, nein, schade, hab mich verschaut. Weil bei manchen solche Sachen kann man da dann nämlich rauffahren. Die sind dann nämlich nicht abgesperrt. Aber warte mal. Das Witzige ist, das sind zwar Absperrungen,
Oh, schade. Ich wollte gerade sagen, aber man kann vorbeifahren. Gut, dann geht das leider auch nicht mehr. Schade. Weil das war nämlich cool. Da hat man dann immer ein bisschen vorbeifahren können und erkunden können quasi. Hat witzig ausgeschaut, weil das waren dann einfach irgendwelche Strecken, die man dann auf der Karte gefahren ist. Da ist auch überall zu. Ja. Schade, schade. Na gut, aber dann setzen wir unsere Reise fort. Haben wir jetzt noch 190 Kilometer circa. Ja, da haben wir jetzt den ersten Waypoint. Ja, da fahren wir keine 50, da fetzen wir voll durch. Eigentlich auch wieder eine Ortschaft, aber egal. 130 da durch, geht schon. Stellt euch vor, geht's bei eurer Ortschaft raus auf die Straße und auf einmal fahrt ein LKW mit 130 bei euch vorbei. Hoppala. Das wäre dann, glaube ich, auch nicht so cool. Ah, das schaut da jetzt aber auch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, da vorne sehe ich schon ein paar engere Kurven. Ja, das dürfte jetzt ein bisschen eine bergigere Straße sein und ich glaube, dass ich da auch die Straße sehe. Ah nein, schaut nur so aus, okay. Aber macht auch nichts, genau sowas wollte ich erfahren. So, da geht's jetzt und dann anscheinend bergab. Boah, das ist schon eng, ja. Sicher eine coole Motorradstrecke.
da sehe ich gerade. Oh ja. Wieder ein bisschen Gas geben. Ein bisschen Zeit haben wir liegen lassen. Vorsichtig in den Kurven, weil sonst fliegen wir gleich wieder. Was? Kreditraten? Aha. Gar nicht gewusst, dass ich einen Kredit habe. Interessant. Jetzt in die letzten 40 Kilometer wieder. Also mit halbe Stunde war ich gar nicht so schlecht dabei eigentlich. Was das wieder dann im Endeffekt halt dauern wird. Ja. Da haben wir eine Ampel, aber da die sowieso nicht grün wird, zahlt sich es gar nicht aus zum Stehenbleiben. Das sind wir natürlich schon gewesen, weil, ja, wir sind ja da reingefahren in die, da sind wir herkommen. Ja, wieder ein Tor. So, diesmal nehmen wir aber keine Schachteln mit. Oder stehen gar keine, okay. Warum die da immer Anhänger dazwischen stellen müssen, das haben die fix absichtlich gemacht. Dass ich mir dann schwer tue beim Einpacken. Ah, zu spät. Aber wir können uns jetzt schön ausrichten. So. Und jetzt schaut das schon gar nicht so schlecht aus. Except vor, dass ich in die falsche Richtung lege. So, jetzt stehen wir schon wieder so da. Gleich nochmal vorfahren. Na, der ist mir irgendwie unsympathisch, der Anhänger. Er schaut so super aus im LKW, aber irgendwie lässt er sich komisch einpacken. Wurscht. Ich könnte ihn jetzt schön einpacken, aber ich lasse ihn jetzt einfach so drinnen. So, passt. Gut, und damit würde ich sagen, ja. War es das für diese Folge?
Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über Like und Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.